Okay, wir sind tot. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 7 Days to Die. Im Livestream entstanden und für dich zusammengeschnitten. Likes und Kommentare nehme ich gerne mit und jetzt wünsche ich viel Spaß. Rennen. Mal schon mal die Sachen vom Verkauf holen. Und dann. Schauen wir, dass wir ein paar Sachen gepflanzt bekommen. Oh. Wow. Nicey. Was wir da so geschickt bekommen. Ah, oh, die ganzen Animationen sind jetzt verlangsamt, ne? Weil wir... Weil wir noch den Bruch auskurieren müssen. Dann möchte ich mal kurz was testen. Was ist das gerade für ein komischer Soundtrack? Holy. Der ist ja mal anders gruselig. What the f... So, warte mal, die... Das Tor ist auch fertig. So. Jawohl. So, dann möchte ich mal testen. Okay, dann machen wir erstmal das. Machen wir erstmal unsere Bude schön. Beziehungsweise so, dass er uns nicht bei einem Zombie-Hau kaputt geht. So, Jasmin hat auch mal wieder was geschickt. Fantastisch. Ah, so schöne Sachen. Ah, Tolli. Tolli. Sehr, sehr Tolli. Mal kurz die Pflanzen hier wegmessern. So. Ich muss sagen, ich bereue es nicht, meine Basis selbst gebaut zu haben. Das passt schon. Jawohl.
Dann. Da steckt schon gut viel Arbeit. Nee, eigentlich nicht. Das ist es ja gerade. Das war ein Ingame-Tag. 40 Minuten um den Dreh herum. Gut, wenn wir jetzt noch die Dauer dazu rechnen, die wir jetzt hier im Stream gebastelt haben, dann ist das Ding in 3 Stunden ungefähr entstanden. Was in Ordnung ist, finde ich. Ich finde, das ist okay für eine Basis. Später kann man das Ganze auch noch schön anmalen. Aber habe ich jetzt nicht so Bock drauf. Kann ich auch, glaube ich, gar nicht. So. Und pflanzen wir mal das Zeug an, was wir haben, oder? Zack. Hey, ihr könnt jetzt Robo liefern. Geil. Aber das ging doch vorher schon, oder? Hat uns Jasmin nicht vorher schon Robo geliefert? Oder waren das nur Teile? Hm. So. Gut. Ach komm. Gluck, gluck, gluck. So. Samenbank. Oh, ja, das wollte ich jetzt auf jeden Fall. Fantastisch. Genauso gehört's gemacht. So, noch in 10 Streams werden wir hier Sachen finden, die eigentlich verkauft gehören. Gut. Let's go, oder? Die Vorräte hätte ich noch gerne, wenn ich sie finde. Wo sind die denn? Ah, da. Zum Glück nicht auf dem Gemüse gelandet. Und was sind das für Schurkenhandschuhe? Tollio. So. Ja doch, das ist das, was uns Jasmin geschickt hat. Robozeugs. Aber ich genieße es, dass der Händler echt ums Eck ist. Das ist so cool. Nicht mehr dieses ewig lange herumlaufen oder fahren, sondern ganz gechillt, ganz entspannt. Hi, Bob. That job was as hard as putting socks on a rooster. Great work. Ich meine, Bob hat auch nicht bessere Belohnungen, aber wenigstens müssen wir nicht so weit laufen. I've got some job. Well, this will put another notch on. Look what we got here. Und irgendwie so sympathischer. Jen war eine verdammte Egoistin.
came with a full no money back guarantee. So. Wir haben Sensoren freigeschaltet. Und die Nagelpistole Qualität 2. Klasse. Und nachtanken sollten wir auch mal wieder demnächst. Aber ja, wir haben noch Zeit. Ein paar Meter können wir noch fahren. Aber da muss hier ausgerechnet eine Leitplanke sein. Das ist ja ätzend. Jetzt gibt's endlich mal den ersten Wüsten-POI. Ich freue mich. Jetzt wird's einer der POIs sein, die wir schon im Verbrannten besucht haben. Nur halt, dass er jetzt in der Wüste steht. Das wäre was. Nee, es ist ein neuer. Infested Warehouse. Das ist ein riesen Teil schon wieder. Klasse. Geht ja gut los. Wenn hier der Boden schon am Knarzen ist. Okay, ist tot. Die Regeln vom Film Zombieland kannst du hier auch anwenden. Double Tap, ja? Immer gucken, immer zweimal schießen. Immer vergewissern, dass er auch wirklich tot ist. Weil sonst kann es sein, dass du Pech hast. Sag mal, warum kracht hier ständig Boden und warum falle ich nirgends runter? Das kapiere ich nicht. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Habe ich Lust? Nein. Muss ich? Ja. Nicht schon wieder so ein Untergrundbunker. Hi. Habe ich schon gar keinen Bock mehr, weißt du? Wenn ich von sowas hier begrüßt werde, dann habe ich schon gar keine Lust mehr. Dann möchte ich eigentlich am liebsten schon wieder heimgehen. Und warum ist hier ein Bücherstapel? Ich hasse es hier. Was ist da dahinter? Kann man da durch? Nee, okay. Wenigstens die Sounds passen, ne? Wenigstens die Sounds sind in Ordnung. Wenigstens in der Hinsicht haben wir Spaß. Das ist die Hauptsache, genau.
Es ist nicht alles beschissen. Na, das hat sich ja gelohnt. Das auch. Ich glaube, die möchten hier rein. Tja. Tür ist zu. Ihr kommt hier nicht rein. Da oben. Der lebt aber noch. Jetzt nicht mehr. Die sind so wütend, diese Leute hier. Schaut's euch an. Schaut euch an, wie wütend die sind. Gehörst du zum POI? Ich weiß es jetzt nicht. Geht's jetzt aufs Dach hoch, oder? Oh Gott. Ah, wo kommst du jetzt her? Oh Gott, das war ein Schreihals, Kacke. Ah, wo kamen die her? Ah, den Schild nehme ich mit. Man weiß ja nie. Bisschen Jump'n'Run auch noch dabei, das ist cool, oder? Wenn das so weitergeht, können wir das nicht mehr bezahlen bald. Die Munition ist gut am Verschwinden.
Töte Spinnenzombies. Jawohl. Boah, leck mich doch. Okay, wir sind tot. Nee. Wir können nicht mal mehr springen. Wir können nicht mal mehr springen. War ein sehr gutes POI. Ich hatte sehr viel Spaß. Jetzt muss ich erstmal da wieder reinkommen. Und mal wieder meine Sachen irgendwie finden. Kacke. Ciao, Ronimo. Au. Ah, geschafft. Ah, hier ist nirgends was offen. Das ist so scheiße. Ehrlich jetzt. Ich will einfach nur zu meinem Zeug zurück. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Wunderbar. Ah, aufs Dach müssen wir, ne? Das ist der Nachteil an der Wüste. Es ist drückend heiß. Und wenn du stirbst... Ah, da unten sind wir verreckt. Ah ja, da kommt man nicht mehr jumpen. Da konnte man nichts mehr machen jetzt. Naja. Die hatten so viel Hunger, die sind danach geplatzt. Ja, das war zu viel. Das war jetzt tatsächlich viel zu viel. Ich find's immer noch ein bisschen schade, dass da die Quest automatisch scheitert. Weil du wirst ja eh schon bestraft mit EP-Malus und Pipapo und hast du dich gesehen. Und dann ist aber halt zusätzlich auch noch die Quest weg, weißt du? Das ist so ein bisschen doof. Aber gut, es ist wie es ist. Ich glaube, dass wir tatsächlich kurz vor Ende waren. Ja, wir waren kurz vor Ende. Hier ist nämlich... Hier ist das Ende des Dungeons. Naja. Hoppla. Ich meine, ein bisschen Zeug nehmen wir trotzdem mit. Aber was halt doof ist, ist, dass wir die Munition in Anführungszeichen verloren haben. Waren halt auch zwei Schreihorden. Waren es zwei Schreihorden? Ich weiß es halt ehrlich gesagt nicht. Die sind ja gespawnt, als wir... Ja, komm, ich fahr jetzt einfach... Die sind ja gespawnt, als wir da reingegangen sind in diesen... Ich weiß es nicht, ob das tatsächlich Schreihorden waren. Naja. Sei es drum.